jetzt kommen wir zu der Frage, die vorhin gestellt wurde. Ich habe den Eltern, die in meine Begleitung kommen, zugehört und sie wünschen sich alle eine Sache ganz besonders. Und zwar, dass ihr Kind doch wenigstens mittelfristig bereit ist, Wasser in die Öffnung des Kopfes zuzulassen. Auch die Eltern, die wirklich, wirklich lange bei mir in der Begleitung sind, die voller Vertrauen sind, die Kinder auf freien Schulen haben, mein Sohn ist auch in der freien Schule, selbst die sagen, wann ist es endlich soweit? Die andere Elterngruppe, die hat genau ein gegenteiliges Problem. Die haben Kinder, die zum Teil ab dem zweiten Lebensjahr einfach überall reinspringen. Die sind total gestresst, diese Eltern. Da kommt das Wasser in die Öffnungen am Kopf automatisch, aber diese Eltern haben Probleme mit der Aufsicht. So, jetzt kommen wir zu der ersten Gruppe der Eltern, die sehnsüchtig darauf warten. Schnell wurde deutlich, dass das Drama dieser Elterngruppe beim Haarewaschen beginnt. Ich habe eine Umfrage gemacht. Für 13% der Familien ist das Haarewaschen konfliktreich, bis zur kompletten Weigerung, die Badewanne zu betreten, erst recht ins Schwimmbad zu gehen. Die Kinder schreien schon, wenn sie das Wort Schwimmbad hören. Es könnte also auch sein, dass auch ihr Kinder in dieser Größenordnung habt, die, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Überlebensmodus. Ich erkläre gleich, was ein Gehirnforscher über diesen Modus sagt und warum wir hier auch gerade alle im Überlebensmodus sind. Jetzt schauen wir uns aber noch ganz kurz eine Studie an. Diese Studie werde ich detailliert nachher vorstellen. Das ist eine Studie aus Italien von Invernizzi und anderen. Sie haben unter anderem Kinder dieses Bild gezeigt, das ist entwickelt von anderen Forschern. Die Kinder sollten ankreuzen, wie es ihnen geht. Und zwar waren das einmal Kinder, die am normalen Schwimmunterricht teilgenommen haben und die andere Gruppe durfte spielen. Sie haben sie in Ruhe gelassen. Und sie konnten sich aussuchen, ich liebe es, in den Pool zu gehen, es ist sehr schwer, oder sie zwingen mich. 7% der Kinder in der Spielgruppe haben angekreuzt, entweder es ist sehr schwer oder sie zwingen mich. 30% der Kinder, die zu diesem Schwimmkurs mussten, haben das angekreuzt. Das heißt, wir haben ungefähr diese Größenordnung, 13-30% von Kindern, die im Überlebensmodus sind. Wir wissen aus dieser Studie nicht, warum diese Kinder nicht ins Schwimmbad wollen. Das verrät uns in Invernizzi nicht. Und das bedeutet nicht, dass das Haarewaschen das Problem sei. Wissen wir nicht. Aber wir dürfen diese Kinder nicht vergessen. Was ist ein Überlebensmodus? Vorhin hat jemand eine Frage gestellt zum Thema Angst vor dem Wasser. Vielleicht wird jetzt deutlich, wo die Lösung dafür ist. In einer Aufzeichnung eines Seminars von Dr. Joe Dispenza habe ich die beste Erklärung dafür gefunden. Es gibt im Internet zahlreiche. Wir nehmen einfach diese. Joe Dispenza, ein Neurologe, sagt, sobald wir im Leben auf etwas reagieren, wird das primitive Nervensystem aktiviert, nämlich das Flucht- oder Kampfsystem. Das Nervensystem für Flucht also oder Kampf. Sobald eine Bedrohung in der Außenwelt entdeckt wird, assoziiert der Neokortex, das ist die äußere Gehirnrinde, das äußere Bild mit einem inneren im Gehirn und signalisiert dem limbischen System, das ist hier in der Mitte des Kopfes, und zwar gibt es da ein Signal, das geht durch das Rückenmark und die Adrenalindrüsen arbeiten dann. Sie sitzen in den Nebennieren, deshalb sind da unten Blitze. Sobald die Adrenalindrüsen arbeiten, aktiviert sind, schütten wir also Adrenalin aus. Und was macht Adrenalin? Löst physische Veränderungen im Körper aus. Kennt jeder? Die Pupillen erweitern sich, die Speichelproduktion stoppt. Joe Dispenza sagt, die Zeit für ein Steak ist vorbei. Der Puls steigt, die Atmung wird schneller und Blut fließt in die Gliedmassen. Also wir sind jetzt bereit zum Kampf, für den Kampf oder zur Flucht. Das sind jetzt also optimale Bedingungen, um zu überleben.
Wir haben ein sehr, sehr anpassungsfähiges System, wenn Gefahren in der Umwelt lauern. Aber es muss kein Löwe sein. Schwiegermutter. Es kann auch die Schwiegermutter sein und er sagt, der Ablauf ist gleich. Im Leben haben wir ähnliche Reaktionen. Es gab Begegnungen mit der Schwiegermutter und in unseren Augen ist sie wie ein Raubtier. Wir bringen den Körper aus dem Gleichgewicht, indem wir also auf Vergangenes reagieren, was wir mit der Schwiegermutter erlebt haben, und aktivieren die gleichen Primitivhormone. Jetzt kommt's aber, wir brauchen nicht mal die Schwiegermutter dafür. Wir können uns vorstellen, ich denke jetzt mal zum Beispiel an meinen Ex-Mann. Meine Pupillen erweitern sich gerade. Blut fließt in die Gliedmassen. Ich bin im Überlebensmodus, hochgradig gestresst, bereit, sich zu wehren für den Kampf, zur Flucht oder sich zu verstecken. Vielleicht ist beim Ex-Verstecken nicht die beste Lösung. Wir denken an etwas und das ist, jetzt kommen wir zu den Kindern. Was erlebt ein Kind, wenn es nicht ins Wasser will oder wenn es nicht unter die Dusche will? Es wird in den Überlebensmodus gebracht. Das Kind hat sofort eine neue neurologische Verknüpfung gekoppelt an die biochemischen Prozesse. Alarm, Alarm, Alarm. Kampf, Flucht oder sich verstecken. Was machen die Eltern? Sie versuchen verzweifelt, das Eindringen des Wassers in die Öffnung am Kopf entweder zu verhindern, kaufen den Kindern irgendwelche Mützchen, damit da nichts reinkommt. Sie lenken die Kinder ab, um wenigstens schnell die Haare zu waschen und so weiter. Und sie erzählen mir, wie gesagt, dass es so weit ist, dass die Kinder einfach nicht mehr in die Badewanne gehen. Schwimmbad völlig ausgeschlossen. Jetzt haben wir gelernt, diese Kinder sind im Überlebensmodus. Sie haben gelernt, dass eine Gefahr von einem Erwachsenen ausgeht. Nicht vom Wasser, von einem Erwachsenen. Sie haben nicht Angst vor dem Wasser, sie haben Angst vor einem Erwachsenen, so wie ich Angst habe vor dem Löwen oder jemand hier vor der Schwiegermutter oder vor dem Ex-Mann. Dieses Thema Stress beim Haarewaschen und in Kombination mit dieser Erwartungshaltung, wann geht's los mit dem Tauchen, hat sich doch als so schwerwiegend für die Entwicklung dieser Kompetenz gezeigt, dass ich sogar einen Workshop nur zu diesem Thema angeboten habe und ich habe den Eltern Methoden gezeigt. Eine heißt zum Beispiel mentaler Probelauf, wie sie Stress in Liebe verwandeln, weil die Eltern sind selbst im Überlebensmodus, das Kind ist im Überlebensmodus, der Mann kommt nach Hause, fragt, was ist denn hier los? Also alle sind im Überlebensmodus. Wie soll dieses Kind überhaupt aus diesem Überlebensmodus rauskommen? Zuerst muss die Mutter, müssen der Vater komplett neu, das Gehirn neu verschalten und das macht man zum Beispiel mit dem emotional-mentalen Probelauf. Das wird jetzt hier zu weit führen. Das sind sehr einfache Übungen, die ich mit den Eltern mache. Sie sind extrem, extrem wirkungsvoll und vor allem schnell. Raus aus dem Überlebensmodus. Warum ist das Haarewaschen für die Kompetenz so wichtig? Denn wir wollen ja letztendlich das hier sehen, ne? Meine Hypothese dazu, sie ist noch nicht bestätigt, das ist eine Forschungshypothese. Wenn ein Kind das Eindringen des Wassers in die Öffnung am Kopf mit dem Kampf um das Überleben verknüpft hat, wird es höchstwahrscheinlich in natürlichen Gewässern um jeden Preis vermeiden, dass da irgendwie auch nur ein Spritzer reinkommt. Es hat dann nicht Angst vor dem Wasser, sondern ist im Überlebensprogramm. Dieses Kind ist im Überlebensmodus. Es hat Angst, dass ein Mensch das Eindringen verursacht. Obwohl kein Mensch in so einem Meer, ja, mit Wellen in der Nähe vielleicht ist. Es sieht für mich aber so aus, und jetzt kommt das Allerwichtigste, dass einige Kinder sich dann doch auf das Eintauchen des Kopfes einlassen. Warum tun sie das? Sie sind im Überlebensmodus. Ich sehe es an ihrem Gesichtsausdruck und sie tun es doch. Jetzt kommen wir in einen ganz anderen Forschungsbereich. Da gibt es das beste Buch dazu, es ist nicht Forschung, aber es ist sehr gut erklärt von Byron Katie. Ich brauche deine Liebe, ist das wahr? Sie erklärt diese
psychischen Vorgänge am besten. Wir würden gerne allen Kindern bedingungslose Liebe schenken, aber wir schaffen es nicht, weil wir es selbst nicht bekommen haben. Also entwickeln Kinder Strategien, um wenigstens Anerkennung zu bekommen von den Eltern, auch von anderen Erwachsenen. Das Gegenteil von Anerkennung ist Aberkennung. Für mich fühlt sich Aberkennung wie eine Ausgrenzung an. Wenn meine Hypothese stimmt, dann entsteht für das Kind eine Gefahr. Wenn ich meinen Kopf nicht eintauche, obwohl ich im Überlebensmodus bin, besteht die Gefahr, dass ich mich nicht dazugehörig fühle, dass Mama und Papa mich nicht lieb haben. Ne? André Stern, Kind, ich hätte dich ein bisschen mehr lieb, wenn du jetzt dich endlich trauen würdest, den Kopf unter Wasser zu haben. Bedingung, Bedingung, Bedingung. So, und so suchen wir im Erwachsenenalter immer noch nach der bedingungslosen Liebe und finden sie nicht. Die andere Gruppe von Kindern pfeift auf diese Anerkennung. Sie finden andere Wege, um sich selbst auszudrücken und mindestens von anderen Kindern anerkannt zu werden. Das zeigt meine Forschung aus einer vierten Grundschulklasse. Dort habe ich die sogenannte Hinterbühne des Frontalunterrichts untersucht. Das ist ein eigener Forschungszweig. Das heißt, die Kinder haben das, was sie gerne ausdrücken werden, so platziert, dass die Lehrerin das nicht gesehen hat. Das heißt, sie haben sich der Zurechtweisung, der Bestrafung der Lehrerin immer entzogen. Und das haben sie wundervoll gemacht. Und diese zweite Gruppe wird von uns Eltern häufig als extrem eigensinnig oder selbstbewusst bezeichnet. Ich habe eine sehr, sehr bekannte Leistungssportlerin in meiner Begleitung und ihr Kind hat gesagt, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Sie wollte das Kind trainieren, weil sie inzwischen eine bekannte Trainerin ist und auch eine erfolgreiche Trainerin. Und sie wollte ihr Kind im Wasser trainieren und das Kind hat gesagt, mach's doch selbst, trainier dich doch selbst. Das war die Botschaft. Und sie ist natürlich verzweifelt. Zusammenfassung. Ob und wann sich ein Kind auf das Eindringen des Wassers in die Öffnung einlässt, hängt unter anderem also davon ab, wie es die Körperpflege zu Hause erlebt hat. Eine quantitative Forschung könnte uns über das Ausmaß des Zusammenhangs zwischen den Erlebnissen in der Pflege und den Vermeidungsstrategien informieren. Haben wir noch nicht. Wir brauchen erstmal qualitative Forschung. Wirklich, es fällt mir schwer an dieser Stelle, keinen Hinweis auf die Forschung von Dr. Pickler zu machen, denn sie hat mit unzähligen Videos gezeigt, wie die Pflege von Säuglingen und Kleinkindern so gestaltet werden kann, dass sie friedlich ist, also das Gegenteil vom Überlebensmodus.